So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe die Zauberhandmatte draußen, nicht ohne Grund. Ich meine, ihr seht es ja eh schon im Titel. Ich habe neuen Stuff von Zauberhand bekommen. Die lieben Jungs haben mir das zugeschickt, ändert nichts an meiner Meinung. Ich habe auch schon mehrfach ja bewiesen, auch wenn Companies mir was zuschicken, wenn ich was Negatives zu bemängeln habe oder Kritik oder sonst was, dann sage ich das. Und wenn ich was zu loben habe, dann sage ich das natürlich auch. Dementsprechend gucken wir mal an, was wir bekommen haben. Und zwar fangen wir mit dem Add-on dran, was dabei war. Ich habe Stuff noch oben drauf bekommen. Wir haben einmal hier Bluthelden, powered by Zauberhand. Da geht es um Flesh and Blood. Warum das wichtig ist, zeige ich euch gleich. Es ist ein Shop von denen. Zauberhand, wusstest du, dass nur einer von 500 Kunden beim Kauf eine Bewertung hinterlässt? Hier. Wenn ihr kauft, bitte, bitte gebt den Leuten eine Bewertung. Und ja, Jungs Unternehmen aus Koblenz, bei mir um der Ecke, sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr nett. Finde ich ganz cool. So, dann haben wir hier noch einen Kartentrenner für die Deckboxen nachher. Können wir ein bisschen rumtesten. Dann Zauberhand Ring. Der Live-Ring, den habe ich euch in einem anderen Video schon vorgestellt. Hier oben seht ihr auch die ganze Zeit die anderen Videos, die ich mit Zauberhand schon gemacht habe, durchlaufen. Der Ring ist ganz cool. Ich bin mal gespannt. Da soll sich noch ein bisschen was geändert haben. Mal gucken, wann der rauskommt. So, dann haben wir noch zwei Token. Und zwar aus der zweiten Edition einen Wolf-Token mit 5% für MTG-Player und ein Foil-Bestien-Token aus der dritten Edition mit 5% für TCG-Player. Mit den anderen Sleeves, das ist der aus der zweiten Generation, die habe ich lange Zeit lang in meinem Commander benutzt. Die kenne ich einen Kollegen, der die als, naja, Sleeves benutzt für sich. Sie sind auch sehr cool. Also die Artworks und Zauberhand sind immer sehr, sehr nice und spätestens jetzt, wo sie ja von diesem Silber innen ein bisschen weggekommen sind, ist es nochmal eine Nummer geiler. Denn ich habe von ihnen auch die Zauberhand Premium Line Artwork Sleeves Souls bekommen. Das ist eben die fünfte Generation der Sleeves. Und die können wir uns auch mal genauer angucken. Ach, sehen schon nice aus. Sind 104 Stück drin. Klar, damit man sein Commander-Deck ausmachen kann. Zauberhand ist dafür bekannt, für Commander-Produkte zu machen. Und hier sieht man schon, sie haben ein schwarzes Innenleben. Was ich persönlich sehr gut finde. Ja, da wurde ich gerade gestört durch den fiesen Wind. Wo war ich? Die Sleeves. Ah ja, ich finde die Artworks von dem Sleeve. Von den Sleeves richtig schön. Es sind immer, also die Sleeves von Zauberhand haben super schöne Artworks. Es sind gute Sleeves, es sind nicht die besten Sleeves, es sind gute Sleeves. Und wenn ihr sie hübsch findet, gibt es keinen Grund, sie nicht zu spielen, meiner Meinung nach. Sie haben halt den Nachteil, man sieht halt Kratzer drauf, wenn ihr das seht. Da so ein bisschen. Aber gut, das hat halt die Sleeve an sich. An sich, wir gucken gleich noch was anderes, weil wir haben auch nochmal Inner Sleeves beibekommen. Die habe ich das letzte Mal auch schon beibekommen. Und die waren mir ein bisschen zu kurz. Ich wollte mal gucken, ob sie da was dran geändert haben oder nicht. Ist natürlich dann persönliche Präferenz, dass sie mir zu kurz waren. Aber oh, es ist 40 Dingern. Und sie sind immer noch passgenau. Wenn ihr schaut. Ach, jetzt brauche ich natürlich irgendwas Weißes zum Unterlegen. Die sind wirklich passgenau. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ich hätte die gerne ein bisschen länger, aber sie schützen eure Karten gut genug. Da guckt nichts raus. Das ist halt das Wichtige daran. Und dann könnt ihr die hier easy reinsetzen und habt eine sehr dicke, sehr, sehr, sehr beschützte Karte. Gerade hier, weil ihr hier auch so einen richtig schwarzen... Es fühlt sich an wie eine sehr hochwertige Sleeve, wenn es ein Inner Sleeve ist. Das gefällt mir bei den Inner Sleeves sehr, sehr gut. Benutze die teilweise fürs Commander und bin sehr glücklich damit. Dementsprechend sehr cool, dass da auf jeden Fall nochmal eine Packung zu mir gefunden hat. Kann ich sehr gut benutzen, kann ich auch nur empfehlen. Die sind sehr dick. Für Leute, die dicke Inner Sleeves mögen, sie sind nicht ganz wie von anderen Herstellern die Thick Sleeves. Aber sie sind auf jeden Fall wesentlich dicker und wesentlich stabiler wie die meisten normalen Inner Sleeves. Und dementsprechend perfekt. Ganz nett auch, dass wenn ihr damit euer Commander Deck sleeft und mit den normalen Sleeves, habt ihr trotzdem noch Platz in der Commander Deck, in der Commander Box. Das ist ein Spoiler, den ich euch jetzt schon mal geben kann. So, packe ich mit Inner Sleeves wieder zu. Und dann obligatorisch, ihr wollt ihn doch sehen. Ihr wollt ihn doch sehen, die Sleeves-Tests. Also ich habe es schon gezeigt, kratzen könnt ihr das Ding sehr easy. Es liegt halt so ein bisschen an dieser matten Oberfläche, die dann ein bisschen abgrat. Aber ich habe das Gefühl, sie haben noch mal ein bisschen was gemacht. Also es ist weniger schlimm wie sonst. Und ja, ich weiß gar nicht, wie, da kriege ich so ein bisschen rein. Es ist weniger schlimm wie sonst und es geht in die richtige Richtung. Schwarz innen, matt außen. Qualitativ wirkt es auch ein bisschen besser. Ich glaube, sie haben was dran gemacht. Und oh Gott. Ja, what the fuck?
Okay. Ich sag dazu nichts, ja? Also die Sleeves sind wirklich qualitativ. Oh, jetzt habe ich es durchgekriegt, aber nur weil ich so seitlich Gewalt angewendet habe, da bricht fast jedes Sleeves. Wenn man so dran zieht, brechen die nicht ganz so stark. Oh mein Gott. Ja, das sind gute Sleeves und ihr habt gerade gesehen, warum. Sie sind stabil. Die Ecken und Kanten gehen davon nicht wirklich so schnell kaputt. Die Seiten halten ewig viel aus. Ihr müsst halt ein bisschen auf den Rücken aufpassen. Aber ganz im Ernst, bei dem Preis kann man sich auch einfach dann nochmal neue holen, wenn die einem gefallen und wenn man die dann haben möchte. Und dann hat Zauberhand auch was Neues. Und zwar liefern die jetzt auch Toploader. Etwas, was vor 2 Jahren super harte Mangelware war und wirklich, wirklich Mangelware war, weil, naja, der Pokémon-Hype hat halt dafür gesorgt, dass nirgends mehr Toploader verfügbar waren. Mittlerweile sind sie jetzt noch verfügbar. Und ja, gut, der ist halt sehr hart zerkratzt, muss ich halt ehrlich sagen. Der auch. Gucken wir mal an. Vielleicht habe ich da nur eine schlechte Charge erwischt. Mal aus der Mitte. So oder so. Auf jeden Fall, ja, die in der Mitte. Auch die nicht ganz kristallklar, tatsächlich. Aber aus der Mitte wesentlich besser. Die ersten zwei hier, die waren schon, also die, ich weiß nicht, wie ich das hier reinkriege, wenn ich das Schwarz von der Sleeve mal benutze. Das ist schon hart zerkratzt. Ja. Zum Verschicken reicht's. Zum Ausstellen würde ich dann eher welche aus der Mitte nehmen. Ansonsten sind das halt Toploader. Von der Dicke her sind die ganz gut. Vom Öffnen her lassen die sich gut öffnen. Karten gehen rein. Karten gehen raus. Wahrscheinlich sind das diese Thickness von einer Sleeve, wenn ich das hier richtig sehe. Es gibt ja noch thickere, also dickere. Aber das ist Thickness für eine Sleeve. Ich habe halt das Gefühl, dass das hier sehr loose ist im Vergleich. Also es könnte halt noch mal ein bisschen enger sein, damit es halt enger anliegt, damit die sich nicht so aneinander kaputt scheuern beim Ding. Und was ich sehe, sie sind ein bisschen gebogen. Aber das könnte jetzt auch einfach bei mir in der Packung der Lieferung liegen. Egal, Toploader sind Toploader. Toploader benutzt man zum Verschicken. Toploader benutzt man die schönen, wenn man wunderschöne findet, zum Ausstellen. Und dementsprechend ist es nie verkehrt, wenn eine Firma Toploader führt. Und wir brauchen mehr Toploader in der Welt. 25 reguläre Toploader. Sehr schön. Dann kommen wir, wenn ihr hergeklickt habt, auch schon gespult habt, zum Schätzchen dieses Videos. Und zwar habe ich die Deckbox 5th Edition Soul. Und zwar war ich ein bisschen verwirrt. Ich habe von Zauberhand einen LED-Light dabei bekommen. Ein USB-Light. Ich liebe diese Teile. Ich benutze die regelmäßig. Selbst teilweise, ohne dass ich die Box benutze, benutze ich das Licht an meinem Rucksack und sonst was. Einfach weil ich es cool finde und einfach so eine kleine verstellbare USB-Lampe einfach toll finde. Jetzt habe ich aber gesehen, ich habe die Stift- und Block-Version von der 5th Edition. Es gibt jetzt, es waren ja ein paar Leute dabei, die gesagt haben, oh nein, ich möchte nicht, dass da eine Powerbank drin ist. Und da haben die Leute von Zauberhand gedacht, ja, wenn ihr nicht wollt, dann können wir euch einen Stift und ein Papier anbieten. Das legen wir euch noch oben drauf mit rein, das gucken wir uns gleich auf jeden Fall mit an. Und machen die Box irgendwie 4-5 Euro günstiger für die Leute, die halt Bock haben. Und das finde ich genial. Anzubieten, ob man mit oder ohne Powerbank haben möchte, finde ich super. Weil, ja, Zauberhand besticht mit 2 Sachen. Erstens mit der Powerbank, zweitens mit den Boxen, die halt 110 Karten haben. Sie waren die ersten, meiner Meinung nach, die im europäischen Raum wirklich mit über 100 Karten gehandelt haben, sondern mit 110. Und dass da halt so viel reingepasst hat. Und viele Firmen fangen das dann nachzumachen. Und Zauberhand waren die ersten, meiner Meinung nach, immer noch. Und jetzt innovieren sie sich weiter und nehmen die Kritik der Leute an, was ich sehr gut finde. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Es sieht, ich weiß nicht, ob ihr die Bedruckung auch seht. Das ist auch so eine leichte Schiffsbedruckung da drauf, so eine Snow-Bedruckung, was ich echt cool finde. Das sieht echt cool aus, ich bin mal gespannt. Also, wir haben hier einen Deckel. Ich sollte hier auch mal Licht reinbringen. Wir haben einen Haken. Der ist dieses Mal nicht aus so einem komischen Ding, sondern aus, ja, gefühlt ist das Material, wenn ihr das kennt von euren Schulränzen noch, unten, wenn ihr dann an der Lasche nach oben gezogen habt. Dieses Material ist das. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ihr wisst, das ist stabiles Material. Es hat euren Schulranzen überlebt.
Dementsprechend, ja, ganz cool. Ist nicht so wie bei der vierten, dass es irgendwie aus Leder, also ein bisschen was Kunstleder ist. Oder bei der dritten, wo es halt so ein bisschen, ja, auch dieses normale Material war, was ich nicht so stabil fand. Ja, was haben wir denn generell für ein Material? Ich muss sagen, die ist richtig hübsch. Das Zauberhahn nicht so aufdringlich, wunderschön aufgedruckt, eingedrückt in das Ding. Es ist ein schönes Material. Es fühlt sich sehr angenehm an. Es ist nicht dieses Kunstleder, was versucht, Leder darzustellen, wie beim letzten Mal. Und es ist auch nicht diese komische Jeansstoff, der versucht, irgendwas zu sein, sondern es ist, ja, ich würde fast schon das Vergleich mit anderen Herstellern nennen, das Xenoskin. Aber so ein richtig, richtig, richtig schön. Also es fühlt sich richtig schön an. Auch die Nähte, richtig schön gemacht. Also normalerweise sieht man ja immer bei, beziehungsweise hat man hin und wieder mal kleinere Mistakes gesehen bei den Nähten. Und ich muss sagen, hier sieht man, dass die Naht neu angesetzt hat. Aber das ist okay, das haben Deckboxen nun mal. Und ja, okay, hier ist es ganz uncool. Ich weiß nicht, wie gut ich es in die Kamera reinkriege. Passiert. Kann auch sein, dass ich den gerade eben selber reingemacht habe beim Rausziehen. Aber das ist, es wirkt erwachsen. Es wirkt richtig hochwertig. Nicht, dass die anderen Boxen nicht hochwertig wären. Aber das hier wirkt wie nochmal ein Schritt obendrauf. Wow. Ich bin hart begeistert. Dann haben wir, ne, einige Magnete. Und ich habe die Version. Okay, kann ich euch direkt noch was mit Beil zeigen? Die Box legen wir mal beiseite. Und zwar habe ich... Ui, das fühlt sich richtig gut an. Oh mein Gott. Dieses Innenleben fühlt sich an fast wie echtes Leder. Ist es natürlich nicht, aber das fühlt sich richtig gut an. Es ist richtig gut. Ihr könnt es hier runterlegen. Ich muss es hier mal ein bisschen runterdrücken. An jeder Stelle funktioniert es nicht ganz so sauber. Liegt wahrscheinlich dran, weil es neu ist. Wenn man es ein bisschen länger liegen lässt, wird es wahrscheinlich sich ausbreiten. Und ihr seht auf jeden Fall, da sind schon komische Zonen drauf. Also ihr wisst, ich bin Magic Channel. Ich bin aber auch Flash and Blood Judge, Yu-Gi-Oh! Judge und ich bin mittlerweile Pokémon Professor, was auch nur ein Judge ist. Und das hier ist Flash and Blood. Playmat für Flash and Blood bedeutet, wir haben unseren Helden, ein bis zwei Waffen und unser Arsenal. Das sind so Spielzonen, die man hat. Plus hier oben kann man dann die Chain hinlegen. Deswegen hat man hier oben so viel Platz. Dann haben wir auf der einen Seite Arme, Kopf, Brust und hier Schuhe zum Hinlegen. Oh, das Zaubern sieht auch cool aus mit diesem Neongelb. Richtig cool. Und auf der anderen Seite haben wir die Pitch Zone, das Deck, den Friedhof und die Banish Zone. Dass das hier nicht ganz sauber zugeht, ich weiß nicht gerade, woran es liegt, weil hier geht es sauber zu. Müsste ich, wie gesagt, wahrscheinlich einmal richtig auslegen. Aber, oh ja, ich krieg's hin. Ja, es ist einfach nur, das war die Box zu viel zugeklappt. Passiert bei so Boxen, ist nicht so schlimm. Das finde ich geil. Also die Qualität, Jungs, was habt ihr denn da abgegradet? Das ist ja der Wahnsinn. Auch die Nähte, man fühlt das richtig, was da so eine Stickarbeit drin ist. Das ist richtig, richtig cool. Also das Innenleben ist gerade im Vergleich zu den anderen Boxen noch mal eine Nummer hochwertiger. Fühlt sich zumindest für mich so an. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt einfach von diesem ultraschönen Artwork, guckt euch mal dieses Artwork an. Oh, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass hier so dunkel ist. Aber das ist okay. Man hätte das Artwork vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte schieben können und dann links und rechts dunkel machen können. Aber die Jungs werden sich was dabei gedacht haben. Sah vielleicht einfach kacke aus. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn links und rechts wie so ein Rahmen dunkel ist. Aber das Artwork ist der Hammer mit dem Eisbären. Also die kriegen einfach so geile Künstler. Ihr wisst ja, hier die Playmats, auch der Wahnsinn. Es sieht auch mega cool aus. Gibt es, glaube ich, auch noch im Shop zu kaufen. Und Ich bin von den Artwork, auch von den Sleeves und so weiter so hart begeistert. Das jetzt in Inlay zu sehen, ist so hart. Dabei muss ich natürlich sagen, das gibt es auch ohne das Flash and Blood. Da ist dann auch kein Magic-Feld drauf. Was ich vielleicht nur noch mal cooler fände, wenn da wirklich so ein Magic-Feld drauf wäre. Gut, da wäre da wahrscheinlich irgendwie Commander und so weiter. Aber gibt es auch ohne. Dann ist es nur dieses Artwork. Dementsprechend für alle Leute, die jetzt sagen, ich spiele auch gar kein Flash and Blood, was eine Menge sein werden, Keine Sorge, ihr könnt das auch ohne das kaufen. Müsst dabei aber dann darauf achten, wenn ihr im Shop von denen unterwegs seid, dass ihr eben die Version habt. So, gehen wir zur Box. Auch die Box, Junge, auch die hat dieses Ding. Hier oben sieht man so ein bisschen Gefissel. Da wurde wahrscheinlich die Naht neu angefangen. Oh, da fällt mir schon was entgegen. Ist super sauber gemacht. Hier oben auch. Sehr schön. Oh, damit das verstoppelt, verstärkt ist, damit es besser hält.
Man sieht, wie es innen zusammengesetzt ist aus diesem Teil und dem Teil. Oh mein Gott, es fühlt sich qualitativ so gut an. Was mir auffällt ist, hin und wieder mal sieht man ein bisschen vom Kleber durchschimmern, wenn man hier zum Beispiel mal schaut. Also das sieht man noch, aber das finde ich jetzt persönlich nicht wirklich schlimm. Das sieht man bei anderen Herstellern auch, das ist einfach, liegt dann einfach an der Verfahrensweise. Aber wow, das Material steht dieser Box so unendlich gut. Jungs, bleibt bei diesem Material, macht was mal mit, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. So, dann haben wir, habe ich ja schon gesagt, wir haben Block und Stift, die Pen and Paper Version. Kostet 4 Euro weniger, hat keine Powerbank drin. Ihr kriegt dafür aber einen Block und Stift. Und da gucken wir jetzt mal kurz rein, was dieser Block und dieser Stift, die einfach nur als Gimmicks sind. Das ist, ihr hättet auch einfach die Box ohne die bestellen können und sie hätten noch nicht mal was dabei legen müssen. Also dieser Block hier mit das ist so süß, mit dem Zauberhand-Logo und dem Stift mit dem Zauberhand-Logo, ist einfach nur ein Gimmick, was ihr oben drauf bekommt, was ich ganz nett finde. Es ist nicht nötig. Aber ich finde es cool, dass es mit dabei steht, dass sie zeigen, hey, wir können nicht nur mit irgendwelchen komischen Powerbanks irgendwas machen, sondern wir haben auch andere Möglichkeiten für diese Slots, wie den Slot und den Slot. Und man muss jetzt sagen, jetzt muss ich rauskriegen, ich glaube die, ja, also man kriegt das da auch rein. Also wenn ich jetzt nur den Block nehme und das hier mal befreie aus diesem Plastik, nur der Block geht da halt dann auch perfekt rein. Also das ist der Hammer. Ich habe mich jetzt im Shop nicht genau umgeschaut, ob es diese Blöcke auch einzeln gibt, zum Nachladen oder so. Aber das könnt ihr ja selber rausfinden, wenn ihr die Blöcke cool findet. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie halt wirklich auch auf die Sachen eingegangen sind, wo gesagt wurde, hey, ich möchte meine 4000 Euro nicht neben einer Powerbank liegen haben. Finde ich gut, dass sie es gemacht haben, gesagt haben, hey, wenn ihr sie eh nicht wollt, können wir sie euch rausnehmen. Ansonsten, hier ist ein Faden, der ist natürlich unschön. Dann der obligatorische Zauberhand-Flaschenöffner, wie es sich gehört. Ich finde immer noch, da fehlt Zauberhand drauf gedruckt, aber ja, bin anscheinend nur ich. So, dann haben wir wie immer hier diese Fächer. Ich weiß nicht, wie gut ich die da. Diese kleinen Fächer für Kreditkarten, Magic-Karten, die ihr traden wollt. Keine Ahnung, was ihr damit nehmen wollt. Und eben so ein bisschen mehr Platz für Sachen. Hier ist eben der Dosenöffner drin. Flaschenöffner. Ja, Entschuldigung, Flaschenöffner. Hier mit so Magneten, wie immer. Und hier ist normalerweise die Powerbank. Aber ihr könnt da natürlich auch andere Sachen reinmachen. Ansonsten gucken wir die Box mal weiter an. Wir kennen schon diese Compartments. Ich lobe es immer wieder, dass es auf beiden Seiten greifbar ist. Innen drin sieht es sehr sauber aus. Das Rein- und Rausgehen ist ein bisschen schwerer als sonst, was am Material liegt. Ich bin verliebt in dieses Material. Ich finde es großartig. Die Boxen sind gut, stabil, sind gerade, passen perfekt. Wir gehen einmal mit so einem Kartentrenner da durch, gucken da mal durch. Easy, wunderschön. Ich finde es ein bisschen schade, dass nicht in jedem so ein Kartentrenner drin ist. Gut, da bin ich jetzt verwöhnt aus der 4. Edition, aus dieser Premium-Edition, wo es halt drin war. Hier ist dann das Zauberhand. Hier seht ihr dann die zwei Magnete. Es sind diesmal wieder zwei Magnete an den Seiten, die eben genau hier drauf halten. Ja, tun sie auch. Und ja, da habt ihr 4 Boxen. Oh mein Gott, dieses Material ist der Wahnsinn. Es wirkt so, als wäre Zauberhand, die vorher schon sehr gut waren, noch mal eine Nummer erwachsener geworden. Hier oben sind zwei Magnete drin. Hier sind zwei Magnete, die dann auch gleichzeitig die halten und die Box zu halten. Es gibt für mich jetzt natürlich nichts Neues an dieser Box zu erkunden, weil die Box selber, das Inlay, ist nur das Material neu. Und ja, dass es halt eine Pen-and-Paper-Version gibt. Auch hier nichts Neues im Land. Ganz angenehm. Und natürlich der Umschlag drumherum, der jetzt eine wunderschöne Playmate ist. Und dementsprechend teste ich nochmal, wie groß die Compartments sind. Nochmal kurz zum Zeigen, das ist dieses, was ich gemeint hatte. Also so fühlt sich das halt überhaupt nicht mehr an. Es fühlt sich weniger verspielt und sehr erwachsen an. So, gucken wir mal an, was denn mein Ojutai-Deck jetzt, das in diesem Ding ist, hierzu sagt. Wichtig, wenn ihr diese Generation an Dingen habt, die ihr davor setzen wollt, ihr seht, die Magnete sind hier oben. Das wird hier nicht funktionieren. Das wird hier nicht halten, weil es sind keine Magnete dran. Aber ich finde es sehr, sehr cool, dass sie diese Teile immer noch mitmachen. Jetzt bin ich gespannt, wie das ist, wenn man dieses neue Material dafür benutzt. Und jo, ist genauso genial wie sonst auch. Hammer.
kann man seinen Commander reintun, kann man eine Karte von einem Deck reintun, weil ich kenne auch ein paar Leute, die Decks benutzen, ohne dass sie Commander-Spieler sind. Die haben dann sich einfach nochmal ihre Main-Karte, die das Deck ausmacht, geholt und haben die dann da vorne dann drauf, wie zum Beispiel einen Blood Moon, einen Squadron Hawk, einen Show and Tell. Und ich glaube, hier kommt ein Ninja vor oder so. Dementsprechend, ja, kann man auch machen. Füllen wir mal das Deck rein und das mache ich wie immer mit Zaubertrick. Und ja, ihr seht schon, das Ding ist gedoublesleeved. Und was ich immer noch schön finde, ist, ihr habt hier richtig schön tiefe Löcher, die auch richtig schön breit sind, wo ihr mit euren dicken Griffelfingern alle da rein könnt. Und selbst ich mit meinen Fingern komme da gut ran und kann das so rausnehmen. Ist sehr angenehm. Und ich habe, wie immer, hier hinten noch easy Platz, einen kompletten Fingerbreite für Tokens und andere Sachen. Und das Ding ist gedoublesleeved mit Inner Sleeves, die ein bisschen dicker sind. Dementsprechend, Platz, wenn ihr Platz für einen Commander braucht, habt ihr Platz hier. Hier oben sehe ich wieder obligatorisch, man sieht es wirklich so ein bisschen überall, so ein bisschen die Kleber oben drauf, wenn man jetzt genau hinguckt, wenn man perfektionistisch ist. Den hat man hier noch nicht gesehen, aber ja. Wie gesagt, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich gucke selten so auf meine Kartenbox drauf. Und es ist stabil. Und ja, ich werde jetzt die restlichen Compartments mal ein bisschen füllen und werde damit eine gewisse Zeit durch die Gegend laufen und mal ein bisschen rumtesten. Werde es vielleicht mal mit in den Laden nehmen. Jetzt darf ich ja wieder raus und werde mal schauen, was damit alles so geht. Dementsprechend ja, sehen wir uns dann in einer Woche wieder. So, eine Woche später. Bin mit dem Ding ein bisschen durch die Gegend gefahren. Ich habe es in einem Auto drin gehabt. Ich habe es auch mit im Laden gehabt. Habe meine Decks damit transportiert. Habe eine Kamera damit halb transportiert. Das war ganz witzig. Und ja, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Erstens, hier unten seht ihr das schon. Ich habe hier so einen Bogen mit drin, was einfach durch die Matte kommt, durch die Mitte. Die habe ich unten auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das halt durch das Material kommt. Aber ich wollte es euch mal gesagt haben. Also man hat hier so ein bisschen einen Bogen drin. Kommt wahrscheinlich, wie gesagt, durch das Inlay, durch die Bedruckung. Es stört nicht. Es ist mir nur aufgefallen, deswegen wollte ich es euch gesagt haben. Es gibt natürlich Leute, die sowas stört. Mich jetzt persönlich nicht so. Mein Commander-Deck war zwar drin, habe ich aber... Komm raus. Ja, nicht wirklich benutzt. Wie gesagt, ich habe festgestellt, es ist wirklich, wirklich etwas schwieriger, die Boxen hier rauszubekommen. Die verhaken sich ein bisschen. Das ist wirklich ein bisschen, man muss die ein bisschen abkribbeln. Aber die Boxen, das Material, das hält, wie ihr seht. Ich habe die rein und rausgenommen, habe damit rumgespielt, auf dem Tisch stehen gehabt, ist nichts passiert. Es ist ein bisschen dreckiger geworden hier oben, das ist nicht schlimm. Hier unten sind die Rundungen sind ein bisschen eckig, wurde ich drauf angesprochen. Also wenn ihr das seht, ihr habt hier so eine leichte Eindellung. Das sieht man aber in der Box selber halt nicht. Dementsprechend auch das super irrelevant. Es sind wirklich nur so kleine Mankos, die super irrelevant sind. Genau wie der Faktor, der mir gesagt wurde. Ach, guck mal, was ich mit dir gemacht habe. Man kann die nicht so rum. Ich probiere das mal. Ihr merkt das. Ihr seht das bei Magneten. Die stoßen sich ab, wenn ihr die falsch rum drauf tun wollt. Das hatte ich das letzte Mal auch schon. Das ist passiert bei der hier, die ich hier noch rumstehen habe, nicht. Da muss ich gleich wieder das Urteil Commander Deck antun. Das passiert dabei nicht. So rum passt es natürlich und hält auch mega stabil, wenn man das anschaut. Also der fällt nicht ab. Das ist, man muss da schon ein bisschen dran gehen oder man muss wirklich, also da muss schon Gewalt sein. Genau. Dann wurde ich gefragt, ey, Mickey, wie ist das denn? Du hast da ja normale Decks drin. Ja, hab ich. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Commander-Spieler. Ich habe zwar eine Menge Zuschauer, die Commander spielen. Ich persönlich bin jetzt aber nicht der größte Commander-Spieler. Ich habe dann immer solche Decks da drin, wie jetzt hier mein UVR Stoneblade ist das. Ich muss da mit Token und so weiter arbeiten und mit ein bisschen Stuff, weil ansonsten flappt das die ganze Zeit hin und her.
Und das sieht halt nicht so geil aus und hört sich nicht so geil an und tut den Cut bestimmt auch nicht gut. Dementsprechend habt das im Kopf. Diese Box ist hauptsächlich für Commander-Spieler da. Wenn ihr kein Commander-Spieler seid und solche Boxen irgendwie haben wollt oder ähnliches, es gibt so kleine Plastikboxen, die man hier so quer reinstellen kann. Ich kenne einen Kollegen von mir, der hat dann daraus eine Box gemacht. Der hat hier eine Box reingestellt in eine Box, die dann in eine Box kommt. Und der ist damit ganz glücklich. Ich wollte es euch nur gesagt haben, dass es halt ja problematisch ist, wenn man mit 80er Kartendecks spielt. Irgendwann kriegen wir Zauberhand auch mal dazu, eine 80er Version davon rauszukriegen, bringen. Mal gucken. Ja, ansonsten die Boxen. Wenn ich es komplett auf den Kopf stelle und dann richtig mit Gewalt, dann gehen die auch auf. Wie immer bei so Magnetboxen. Ist jetzt nichts Neues, passiert regelmäßig bei den Magnetboxen. Ich finde es erstaunlich, weil diese Boxen nur von zwei Magneten gehalten werden. Oh nee, sind vier Magneten. Ich habe gerade noch zwei Magnete entdeckt. Ich weiß nur nicht, ob die Magnete für die vorne sind oder für die hinten oder die durchgehen. Ich weiß es nicht. Weil hier fühlt sich das nicht so an, als wären hier Magnete, sondern nur hier unten. Oder? Nee, fühlt sich auch so an. Sind tatsächlich vier Magnete. Sehr stabil trotzdem. Hält zu und normalerweise, ihr habt die am Tisch stehen, die fällt um. Ja. Geht nicht auf. Das ist für mich die Hauptsache, weil die Boxen tragt ihr nicht einzeln. Wenn ihr dieses Produkt kauft, dann holt ihr das als Boxbox. Das bedeutet, ihr holt die, damit ihr hier Boxen reintun könnt. Ich habe es auch ausgetestet. Hier passen auch aus der anderen Generation Boxen rein. Da habt ihr jetzt hier ganz kurz ein Bild eingeblendet. Also es funktioniert, das ist ganz nett. Dementsprechend, wenn ihr auch schon eine alte Version habt, also eine Vierer-Version, die Jubiläumsversion oder die All Faces, die dritte Version, könnt ihr da natürlich dann auch diese Boxen weiter benutzen. Wenn ihr dann die schön auf dem Schrank stehen habt, vorne schön den Commander sichtbar habt und dann sagt, hey, ich packe mir jetzt die ein, habt ihr hier dann eine andere Box, eine neue Box, wenn euch die Matte gefällt, wenn euch das Material gefällt, was es mir persönlich ganz gut tut. Und ja, ansonsten, wir haben hier ein paar Würfel mitgenommen. Ich habe persönlich die Powerbank vermisst. Das liegt aber daran, weil ich die persönlich halt sehr cool finde. Ich mag die Powerbank in diesem Produkt und ich finde, das zeichnet dieses Produkt so ein bisschen aus. Und deswegen finde ich es schade, dass es nicht dabei ist. Für mich persönlich, weil ich bin nicht der Pen and Paper Nutzer, es ist immer noch eingepackt. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe keinen Bock auf die Powerbank, geil. Und wenn ihr sagt, hey, ich hab Bock auf die Powerbank, könnt ihr einfach mit Powerbank bestellen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja das Schöne. Also alles in allem muss ich sagen, ich bin begeistert von dieser Box und von dem Schritt, den Zauberhand gemacht hat. Das ist auch hier die Oberfläche ganz kurz natürlich. Ein bisschen drauf gespielt, ein bisschen Dreck ist drauf. Er kommt halt da drauf. Aber da sind keine Kratzer drin. Also ich kann hier auch mit dem Fingernagel drüber gehen, wie ihr seht. Na, da kommen keine Kratzer rein. Das ist ein cooles Material, ist ein Mega-Material. Und ich bin gespannt, was da noch so für Artworks kommen und was da noch so alles von Zaubern kommt. Ich bin richtig gehypt wieder auf die Future. Ha, immer wunderschön von diesen Jungs was zu sehen und zu hören. Dementsprechend freue ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Review. Ihr habt die ganze Zeit oben andere Videos durchgelaufen gehabt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne auch ein Like bei mir da lassen. Ihr müsst nicht nur bei den Zauberhand-Jungs Likes da lassen, ihr könnt auch bei mir Likes da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheet. Ciao, ciao.